Hallo und herzlich willkommen zum 4. Dezember 2024. Heute mit dabei die Barbie. Hi. Hey, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, und ich freue mich nämlich ganz sehr, weil wir haben nämlich was gemeinsam. Wir sind nämlich die Doppelpack-Muttis, die werdenden Muttis. Ja, wir werden die werdenden Mamis. Genau. Ja, habe ich auch frisch von dir erfahren. Ich freue mich wahnsinnig für dich. Ja. Das zweite Kind jetzt. Zweite Kind, genau. Oh, schön. Ja, genau. Und haben uns jetzt vorher auch schon ein bisschen ausgetauscht. Allgemein über Kinder. Und sind dann auch auf ein ganz spezielles Thema gekommen. Und zwar, es gibt schon einige Dinge, die werdende Mamis da so an Worten abhaben müssen von fremden Leuten, vielleicht also nicht nur Fremde, aber halt von der Umgebung. Und vielleicht, dass wir jetzt darüber sprechen, dass man vielleicht, wenn gerade jemand ein Kind im Bauch hat oder eben ein Baby bekommt, also ein bisschen eine sensiblere Sprache anbringen könnte, weil man weiß ja nie, was in der Person gerade vorgeht, also damit man die nicht verletzt oder so. Genau. Und da gibt es, finde ich, viele Beispiele. Die werdende Mamas da sich teilweise anhören müssen, sei es, ach, das sind ja nur die Hormone, stell dich nicht so an. Ja, was gibt es denn noch? Dass man teilweise auch in eine Schublade gesteckt wird. Man kann dieses und jenes nicht, man darf dieses und jenes nicht. Und wenn man es dann nicht mehr kann, dann warum? Du bist denn nicht krank, sondern du bist ja nur schwanger. Dass aber auch der Körper natürlich viel mitmacht und ihr die Höchstleistung bringt, ist vielen, glaube ich, auch nicht bewusst. Ja, das kann heute auch. Also ich war heute früh noch bei der Physio. Und ich hätte einfach mal zum Heulen anfangen können. Das sind so Dinge, weil man hat so viele Gedanken, man macht sich so viel Sorgen schon selbst um das eigene Wohlergehen des Kindes im Bauch und auch, also, dass auch alles gut ist. Und wenn von außen dann noch ein dummer Spruch kommt, das ist echt unangenehm. Da also, würde ich mir auch wünschen, dass manche Leute vielleicht einfach mal öfters mal nachdenken, was sie eigentlich zu jemandem sagen. Ja. Also, oder auch am Anfang der Schwangerschaft. Also ich habe so viel geheult, weil ich einfach nur das Beste gehofft habe. Also weiß ja nicht, wie es da drin ist. Und dann... Ja, auch so Fragen, also klar, wenn jemand sagt, wie geht's euch? Die meinen natürlich so im Doppelpack, weil du hast ja immer ein Kind im Bauch. Aber wenn du auch nicht weißt, wie es deinem Kind geht gerade, weil kann ja alles, also kann auch schwierig sein. Also kann schwierig sein oder ja. Auch wenn vielleicht gerade auch irgendwie, vielleicht auch in der Schwangerschaft irgendwie welche Probleme auftreten, die vielleicht auch vom Kind oder einfach auch eine schlechte Nachricht vielleicht, dass es irgendeine Krankheit oder vielleicht auch irgendwas nicht Normales haben könnte und dann so eine Frage auftritt, wie geht's euch denn oder ach, gut schaust aus oder das sind normale Sachen, die im Grunde natürlich gesagt werden dürfen, aber gerade finde ich, wenn man schwanger ist und wenn man ein Kind im Bauch hat, manchmal einfach auch überhaupt nicht gut ankommen oder einfach auch nicht gesagt werden brauchen. Also das ist so manchmal überflüssig und übergriffig auch. Also vor allem, also körperbezogene Sprüche gehen gar nicht mehr, also irgendwann. Das ist dann wirklich, also dann wird es wirklich übergriffig. Also wenn man dann, also wie oft man mir auch gesagt hat, hey, dein Bauch ist eigentlich auch ziemlich klein und ich denke mir, ja, ich gebär jetzt hier kein Walross. Also ist das ein Kind drin und es hat Platz. Also ich weiß auch nicht, was ich dann drauf sagen soll, weil die Bauchgröße entscheidet nicht, wie gut oder schlecht deine Schwangerschaft verläuft, wie gesund oder nicht gesund dein Kind ist. Ich habe selber schon einen relativ großen Bauch, obwohl ich noch nicht so weit bin. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, wie es dem Kind da drinnen geht. Es wird einfach viel... Ja, oh Gott, ist der Bauch riesig, oh Gott, ist der Bauch klein. Das kommt auf die Frau oder auf den Menschen drauf an. Und da darf man auch nicht drüber urteilen, wie ein Körper oder wie auch einfach ein Bauch auszusehen hat. Mhm. Ja, vor allem kannst du ganz schnell ins Fettnäpfchen treten für Leute, die vielleicht doch etwas also korpulenter sind. Und dann kriegen sie gar kein Kind. Ne? Also das ist also tatsächlich also von einer Freundin von mir, der das schon
öfter passiert ist und mir tut es jedes Mal leid, weil das ist einfach unverschämt. Also Leute, die dann einfach meinen, und wann ist es bei dir soweit und dann ist gar, oder ja. Es ist schwierig, ja. Ich habe das selber auch, gestern waren wir beim Kinderturnen, das macht man so als Mama, dass man sich dann auch hin und wieder mal mit dem Kind beschäftigt, ja. Schön. Nee, und dann hat auch eine andere Mama gesagt, bekommt ihr Nachwuchs oder, ist da ein, oder hast du heute einfach zu viel Bier getrunken? Oha, oha. Aber ich habe es witzig aufgenommen, aber wenn du vielleicht auch einen schlechten Tag hattest oder einfach wenn einfach vielleicht einfach wenn du gerade nicht auf deinen Körper so stolz bist, weil vielleicht auch irgendwas anderes ist, dann kann die Frage oder kann die Aussage schon ziemlich heftig sein. Die kann reinhauen, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist so. Ja, man muss halt aufpassen. Also nicht immer kommt alles gut an. Also ich glaube, unter Freunden, wenn man das so ein bisschen sagt, also wenn man auch weiß, wie die andere Person das meint, ist es vielleicht auch leichter, aber so, ja. Wie ist es denn dann zum Beispiel später, also wo du dann das, also Kind schon gehabt hast, weil das würde mich interessieren, weil ich stelle mir das so vor, wenn ich irgendwann mein Kind dann im Kinderwagen, nämlich dann draußen rum chauffiere, dass dann sehr viele neugierige ältere Menschen einfach ungefragt ihre Gosche da reinhalten, also so und dann mal, also ist es wirklich so? Ja, es ist oft beim Einkaufen oder auch nur beim Spazierengehen, es wird geguckt, es wird auch so gut, wie das Kind auch versteckt wird oder eingepackt ist, gerade, dass man nicht in den Kinderwagen reinschlüpft, ja. Das ist oft so, ich habe da einfach nie was gesagt, aber eigentlich sollte man was sagen, okay. Weil es ist ein gutes Recht, es ist dein Kind, keiner braucht dein Kind, keiner schaut dir. Ja, so nah, oder keiner kommt dir so nah. Das Kind kann sich ja auch nicht irgendwie äußern, ja, kann ja auch nicht sagen, das ist mir zu viel. Ja. Man muss nicht total Angst haben, dass das Kind von irgendwelchen Keimen überflutet wird. Das ist okay, aber trotzdem, es muss auch keiner in diesen Kinderwagen reinhusten. Es muss keiner das Kind anfassen, finde ich. Das ist auch ein No-Go. Mhm. Was zum Glück mir eigentlich noch nie passiert ist, dass jemand in den Kinderwagen gegriffen hätte. Okay, aber neugierige Blicke gibt's halt. Neugierige Blicke und so älter das Kind wird und so mehr man das Kind auch so in einem Buggy rumfährt und das Kind auch mehr die Welt so um sich rum irgendwie kennenlernt, umso mehr wird auch sich um das Kind mitgekümmert sozusagen. Mhm. Also Leute, das Kind weint vielleicht, man ist gerade unterwegs und dann kommen auch tolle Sprüche, die man dann auch sich anhören darf. Das hat bestimmt Hunger. Ja, genau. Du weißt es. Das 2 Sekunden an dem Kind vorbeigegangen ist. Also das sind Sachen, die verletzen einen, die tun weh. Und das ist auch übergriffig, finde ich. Wenn andere Leute über dein Kind, über deine Entscheidung irgendwie drüber hinwegsetzen. Da finde ich auch, also die eigentlich jede Mutter weiß es für sich doch eigentlich am besten, was für das Kind ist, weil das hat die meiste Zeit mit dem Kind verbracht. Ich glaube, da braucht man eigentlich solche Bemerkungen nicht von Fremden. Also das muss nicht sein und auch ungefragte Meinungen, das sollte einfach aufhören. Also da denke ich mir auch, also ich habe mittlerweile so ein hartes Fell, also seitdem ich mehr eine Mama werde. Also das ist echt krass. Ich habe keine Zeit mehr zum Grübeln, ich mache feste Dinge. Wenn mich jemand aufregt, sage ich einfach, du, geh weiter, echt, also ich habe keinen Bock auf dich, aber ich sag's halt auch direkt und also finde ich gut, weil ja. Dieses harte oder dicke Fell muss man sich im Grunde aufbauen, weil sonst kommt es so nah an dich ran und im Grunde muss man sich für was ärgern, für was eigentlich, das ist nicht Ärger wert. Ja, genau, und das ist sehr toll an einem, also die wenige Kraft, die man eh hat, also ja. Das ist echt schlimm. Und aber ich habe was Tolles für, also weil ich habe mir schon überlegt, wenn ich dann mal den Kinderwagen habe, wie schön wäre das, wenn wirklich schon das fünfte Gefließ dann einfach so kommt und das Kind sich auch schon denkt, oh, was ist das jetzt schon wieder? Das einfach dann wünscht man sich doch so ein kleines Pikachu, wo einfach mal so einen riesigen Donnerstock raushaut und dann wäre das Problem erledigt. Also, oder so einen Schocker am Ja, genau, einfach so ein Taser. Genau. Also, ja, da hätte ich aber Angst, dass das Kind selber Schaden nimmt. Aber, oder einfach so einen Sensor hinbauen, wo dann so eine Sprachausgabe kommt mit, du bist hässlich,
geh weg, ich hasse dich. Oder, also, aber in der Lautstärke, wo diese älteren Leute, also ich nehme mal an, es sind ältere Leute öfters mal, das auch verstehen. Ja. Oder einfach eine Spritzdüse, einfach so eine Wasserpistole, stimmt, die dann einfach so zeigt, dann hast du so einen Knopf da und dann werden die einfach nass. Und das wäre gut. Ja, also Ideen hätte ich. Gucken wir mal, ob wir das in meinen Kinderwagen einbauen können, ob mir überhaupt das Ganze passiert. Also ja, und ich hätte da keinen Scham, das zu tun. Ich finde die Elektroschock-Idee immer noch am besten, aber ich glaube, da kriege ich am meisten Probleme. Ich glaube, da wird es vom Patent her schwierig. Also, obwohl, ja. Ja, mal schauen, ja, aber dann kommen viele wahrscheinlich hin, also vielleicht ist es dann von mir über, naja, weiß nicht, die andere Person hat angefangen. Muss man sich drum streiten. Oh Gott. Oder immer zu zweit unterwegs sein. Also mit noch jemandem zu spazieren gehen. Das Kind kann für mich aussagen. So, Mama. Oh Gott, freue ich mich schon. Oh, das wird so toll. Also, und das wird auch toll, Julia. Ja, ich freue mich echt. Auch schön und freut mich auch, dass bei dir soweit. Oh. Ja, dann machen wir dann Mama-Treffs dann in Zukunft. Aber coole Mama-Treffs. Ja, genau. So, ne, ja. Ja. Nee, aber also ich glaube, ein härteres Fell, also muss man einfach tun. Man muss sich trauen, die Leute auch anzusprechen. Ich glaube, manchmal ist es ihnen gar nicht bewusst, dass sie einen selbst verletzen durch Sprüche, egal ob Schwangerschaft oder auch Kind. Ich finde, man muss einfach ihnen sagen, hey, das war jetzt zu viel oder können Sie das bitte lassen? Das muss man einfach sich trauen. Das muss man auch lernen, das sich zu trauen. Ich habe das eigentlich auch lange nicht gekonnt, aber man muss es machen. Weil es ist für dich und fürs Kind auch wichtig und im Grunde ist man entspannter. Man geht ein bisschen entspannter durchs Leben. Ja. Und das ist vorbeugend für die nächste Person, weil wenn man die eine Person macht das vielleicht dann bei der anderen Person immer weiter, wenn man nichts sagt und dann, also es ändert sich dann im Grunde nichts und der einen Spruch oder auch so einen Blick erhascht, der lernt ja draußen nichts, wenn man es so lässt. Ja, genau. Und deswegen, also immer steht zu euren Bedürfnissen, zu euren Emotionen. Macht es und dann, ja. Und seid einfach, starke Menschen und einfach auch, ja, mutig. Mutig genau, sein. Mutig ist gut, mutig. Ja. Mutig, ja. Ja, aber wir müssen da schon einiges abkönnen hier so an körperlichen Leistungen. Das, würde einfach unterstützen, wenn die ganze Welt einfach offener und sensibler über das ganze Thema denkt, ja. Und viel sprechen darüber, das ist auch wichtig. Ich glaube, es wird viel zu wenig über solche Sachen gesprochen, ja. Hier, ich will auch nochmal anmerken, hier Mutterschutz, 6 Wochen zuvor ist viel zu wenig. Das ist viel also, zu wenig. Also die, ich finde, dass werden die Mütter wirklich viel mehr Zeit brauchen, aber es nicht in die, also die Arbeit eher sein lassen können, einfach um nochmal für sich runterzukommen, um dann frisch ausgeruht dem Kind begegnen zu können, einfach bereit zu sein und nicht im ganzen Stress dann zu, also ja. Also fänd ich gut, wenn man das irgendwie erhöht. Es braucht vielleicht nicht jede Mutter, aber es ist halt einfach, wann hast du nochmal die Zeit? Also wirklich, also auch vom ersten Kind, also ich bin so froh jetzt für die Zeit, weil ich werde jetzt immer zu zweit sein demnächst. Es gibt kein Ich, sondern nur noch ein Wir. Genau. Und das muss man trotzdem, man muss die Zeit vorm Kind, erstens mal ist man körperlich einfach auch nicht mehr so in der Lage, dass man so viel leistet, weil der Körper so viel leistet. Und im Grunde, es wird diese Zeit alleine nicht mehr geben. Du bist 24/7 Mutter. Genau. Man kann keinen Urlaub von Mama sein machen. Vielleicht ein paar Stunden, aber... Die Gedanken sind immer da. Ja. Also du hast immer dann die Gedanken beim Kind und Ja, nee. Also ich bin echt gespannt, ich freue mich wahnsinnig. Oh Gott, ich bin schon aufgeregt. Also. Ich bin auch aufgeregt. Und das ist ja auch immer, ich finde aufregend und spannend und jede Geburt ist auch anders und jedes Kind ist auch anders und das finde ich einfach auch das Schöne, dass es nie gleich ist und auch ein Kind einfach so ein eigenständiges Persönchen auch schon ist, wenn es auf die Welt kommt. Ja, Und trotzdem ist es was von einem selbst. Ja, genau. Ja, das ist echt toll, das ist was selbstgemacht, also was wirklich selbstgemacht ist in der Hinsicht, ja. Ach, schön. Ja, da kann man dann schon stolz drauf sein. Voll. Und darum muss man das auch im Grunde verteidigen und einfach auch mutig und stark für sein Kind sein. Ja, das stimmt.
Solange sich das Kind nicht wehren kann, auf jeden Fall also dann, ja. Da werden die anderen, also da habe ich mir auch schon, wenn irgendjemand mein Kind beleidigt oder irgendwie, da bin ich auch schon, also da kann ich sauer werden, also dann, da muss man schauen, dass ich dann nicht unter die Gürtellinie dann teilweise Wörter sage, also das passiert nämlich auch, ja. Okay. Obwohl ich zurzeit sehr ausgeglichen bin, da kriege ich das noch gut hin, aber wenn mich jemand richtig hart ankotzt und dann auch noch gegen mein Kind, und dann denke ich mir so, nee, jetzt ist Zeit zu gehen, du gehst jetzt. Also, ja. Genau, lieber hier nicht in die Flucht, also in die Flucht schlagen sozusagen. Den genau, anderen. Also die andere Person soll gehen. Ja. Also nicht, genau, dann nicht selber irgendwie sich zurückziehen, sondern einfach, man muss ja nicht aggressiv, man muss ja auch nicht ausfallend werden, aber ich finde, man darf sich gerne verteidigen, also mit Wörtern. Ja, auf jeden Fall, ja. Also nichts gefallen lassen, ja. Wollen wir gucken, was da drin ist. Ja, also oder? Genau, Adventskalender. Vielleicht ist ja irgendwas Passendes, was vielleicht Kindern gefällt drin. Genau. So. Ja, weil mein Sohn wäre sicherlich, wenn er mit dabei gewesen wäre, wollte er das bestimmt haben. Und darum habe ich ihn nicht mitgenommen. Ah, okay. Weil ich will ja dir deine Geschenke nicht So. Schauen wir mal genau, wie viel. Haben wir hier hinter ein Merry Christmas. Oh, eine Funko Pop Figur, oder? Ja. Ja, Figuren, so steht dann kleiner auf Actionfiguren? Noch nicht, ehrlich gesagt. Ich muss gestehen, wir haben hier die Puppe. Ich glaube, das ist noch nicht so gut. Warte. Oder geht's noch mal rein? Entschuldigung. Yes. Okay, es war einfach nicht so toll drin. Sorry, aber ich habe alles gut, das ist immer der Kalender. Da. Also manchmal kriegt man es wieder schwer raus und nie wieder rein. Ja. Also wir sind noch nicht in der coolen Riege angekommen, sondern wir sind eher noch so ein bisschen Pepper, Woods und Bluey? Nein, noch nicht. Ach so. Aber die Maus und Kuhmuggel findet er auch ganz cool. Oh toll. Also so actionmäßig noch nicht ganz auf der, aber kann ja noch werden. Ja. Cool. Das ist von Naruto praktisch. Oh Gott, den kann ich nur falsch aussprechen wahrscheinlich. Und ich so kurz dazu, Hagane, genau. Genau, wir haben hier eine Figur. Ich habe nur die ersten Folgen von Naruto gesehen, also ich bin hier schon komplett raus. Und im Grunde bin ich ganz raus. Okay. Weil ich ja überhaupt kein Anime. Und Anime? So? Okay. Bin ich voll raus. Okay. Ich oute mich hier als Nicht-Anime-Kenner und Gucker. Ach krass, okay, und okay. Okay. Nee, ist ja auch kein Problem. Das ist übrigens auch ein tolles Thema, weil ich glaube, wir sind ja alle in einem Alter, wo wir jetzt auch gar nicht mehr so mitkriegen, was die Jugend eigentlich so gerne mag und macht. Und aber wir haben jetzt die Chance, durch die Kinder wieder mitzubekommen, was ist eigentlich jetzt in, was können wir da lernen, was ist jetzt eigentlich wichtig jetzt auf der Welt, weil wir es schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja. Also sowas ist immer ganz toll und gut, Anime, ich weiß nicht, ob das jetzt weltverändernd ist, aber auf jeden Fall vielleicht ein tolles Hobby für den einen oder anderen und dann, genau. Also vielleicht steht ja dein Kind irgendwann auf die Anime und auf coole Serien. Ja, Naruto hat sich jetzt auch schon seit, ich glaube, über 10 Jahren durchgehalten, nee, 15 Jahren, 20 schon fast, also es wird auch noch die nächsten Jahre. Ich denke auch, also Naruto ist mir auch ein Begriff, aber ich bin einfach im Grunde da nicht so krass drauf interessiert, aber ich finde es ganz cool. Ja, okay. Okay, und ich glaube, da war ja, da ist auch noch was, ja. Ah, da gucken. Ein kleines Päckchen. Ja. Die Nummer 4. Ja. Schauen wir. So. Ganz, ich meine, wir nur mal immer fühlen, was da vielleicht. Aber es fühlt sich nach. Es könnte alles sein. Ja, genau, es könnte alles sein. Eine Schachtel. Eine Schachtel? Schüttel mal gleich, genau. Okay, kein Lego oder so. Also nee. Ist nichts, wo man irgendwas zusammenbauen muss. Okay. Machen wir das wunderschön auf. Kinder reißen das einfach auf und Erwachsene machen das schön auf, dass man es nochmal hernehmen kann. Ich habe die letzten zwei zerrissen, weil ich es nicht aufbekommen habe. Ja. Aber schön, dass du das so. Kannst du fürs nächste Jahr noch aufheben. Ja, tatsächlich packe ich manche Sachen wieder ein in solche Fälle. Voll gut. Dann müssen die Leute. Ja. Oh, das ist von der Jule. Soll ich. Halt. Magst du auch oder nicht? Okay. Ist okay. Ui. Okay.
Dragon Ball. Ja, das ist der Cell, oder? Ja, Perfect Cell. Genau. Das sind diese Pins. Da war schon mal einer drin, irgendwo bei mir, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich einen von Dragon Ball hatte, aber. Nee, von. Also einen Pin hatte ich auf. Also der ist auf jeden Fall riesig, krass. Der ist riesig und leck. Aber schau mal, ist auch beides vom Pop, oder? Also ist interessant. Es gäbe auch andere. Trunks ist übrigens meine Lieblingsfigur von Dragon Ball. Aber schon wieder Anime. Aber Dragon Ball kenne ich auch. Ja. Ich könnte halt keine Figur sagen, die irgendwie vorkam, aber ich weiß, dass es es gibt. Okay, das ist schön. Oh, nett. Okay, ich glaube, die sind aber gar nicht so wenig wert. Ne? Also vor allem, dass die Figuren so ein Sammlerwert und also... Die, glaube ich, haben richtig viel Sammlerwert. Irgendwann, wenn es es nicht mehr gibt oder so, ja. Ach, toll. Okay, dann haben wir hier jetzt zwei coole Pop-Figuren, genau. Ach, toll. Ja. Ja, cool. Gut, dann... Ja. Haben wir noch ein Thema? Ich glaube, wir haben ausgiebig über unsere, gerade in unserer Situation, gesprochen. Ja, das stimmt. Aber war gut und ich finde, es ist auch wichtig. Ja, ich freue mich, das stimmt. Deswegen danke auch für jeden von euch, der jetzt noch dabei ist bei dem Video. Das sich mal angehört zu haben, ist uns wirklich wichtig und es freut mich auch, dass du dabei warst heute und wir auch mal uns austauschen konnten. Also ich glaube, dieses Treffs, das ist so wichtig wie diese Kaffeepause bei der Arbeit, dass man einfach, dass Mütter sich werden die Mamis dann eben dann sich da treffen. Befreundete Mamis ist wichtig. Ja, genau, befreundet ist gut, weil, ja, das stimmt. Genau, und Leute, die sich nicht aufregen oder so, ja, genau, gegenseitig. Ja, nee, klasse, dann danke, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ja, genau, und wir sehen uns dann, also für die Leute, genau, die heute zufällig, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, es gibt ja der Coca-Cola Weihnachtszug ist ja heute unterwegs, aber man musste Karten gewinnen, so Tickets, ja. Ich habe es übrigens probiert über die App. Ah, okay. Aber ich habe nicht gewonnen. Keine Chance. Also ich weiß nicht, wenn jemand von euch da war oder hinkommt oder... Sag mir Bescheid, wie es war. Ja. Würde mich interessieren, ja. Und also nee, aber ich hab echt kein Ticket gewonnen, ja. Naja. Aber ich will auch nicht wissen, wie es dann am Bahnhof zugeht, dann zugeht, gell? Vor allem der Regensburger ist gar nicht so groß, ne? Naja. Nee. Ach, ja. Na gut. Nee, aber dann wünsche ich euch noch einen schönen 4. Dezember. Und wir hören uns dann morgen wieder. Genau. Dann. Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao.